der Stimmbevölkerung und der Kantone hat heute Nein gesagt zur Begrenzungsinitiative. Der Bundesrat begrüßt diesen Entscheid. Volk und Stände haben sich damit einmal mehr klar für solide und nachhaltige bilaterale Beziehungen mit unserem wichtigsten Handelspartner ausgesprochen. Ich habe vor der Abstimmung immer wieder betont, die Personenfreizügigkeit hat nicht nur Vorteile. Darum will der Bundesrat nur so viel Zuwanderung wie nötig. Das bleibt auch weiterhin unser Ziel. Der Bundesrat hatte in den letzten Monaten angekündigt, dass die Gespräche über das institutionelle Abkommen mit der EU nach der BGI-Abstimmung wieder aufgenommen werden. Darum wird der Bundesrat die Position der Schweiz in den nächsten Wochen festlegen und mit der EU die Diskussion über die Lösung der noch offenen Punkte aufnehmen. Zum Schluss, auch wenn die Begrenzungsinitiative heute klar abgelehnt wurde, 4 Kantone haben heute Ja gesagt zur Begrenzung der Zuwanderung, darunter das Tessin. Das Volk lehnt die Begrenzungsinitiative von der SVP ziemlich klar ab. Sind die von Operation Libero zufrieden damit? Ja, natürlich sehr. Ich glaube, das ist jetzt zum 4. Mal seit der Masseneinwanderungsinitiative Annahme, dass sich die Schweizer Stimmbevölkerung mit einem sehr deutlichen Zeichen für Europa ausgesprochen hat und sagt, dass man schlussendlich die Beziehungen zu der Europäischen Union aktiv gestalten soll als Schweiz. Und ja, ich glaube, das ist natürlich für uns ein schöner Tag. Genau, Stichwort Masseneinwanderungsinitiative ist damals angenommen worden. Wird jetzt nicht die SVP darauf beharren und immer weitermachen? Und was hat das bei euch zur Folge? Werdet ihr auch immer weitermachen? Also ich glaube, zum einen ist jetzt die SVP mal angehalten, den Willen von der Schweizer Stimmbevölkerung zu respektieren. Die 62%, die Nein gesagt haben zu den Begrenzungsinitiativen. Und zum anderen ist es natürlich aber auch am Bundesrat und am Parlament, dass Europa das Dossier wieder richtig an die Hand nehmen. Weil eigentlich hat man jetzt immer so Angriffe müssen abwehren, oder, von Seite von der SVP. Durch das ist das Dossier immer stillgestanden. Das ist ein extremes Risiko für den Werkplatz Schweiz, aber auch für uns als Menschen in der Schweiz, in Europa. Und dort muss es jetzt endlich vorwärts gehen. Und natürlich werden wir dort auch in Zukunft mitgestalten und die Europapolitik hoffentlich mitprägen als Operation Libero.